Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Und damit begrüße ich euch, liebe Leute, ganz recht herzlich zu unserem Nithandra-Video-Guide hier aus dem Smaragdgrün-Albtraum für die heroische Schwierigkeitsstufe. Wir werfen wie so oft erstmal einen Blick auf die Kernfähigkeiten, also die wichtigsten Fähigkeiten beim Kampf gegen den Boss. Fangen mit der Positionierung an. Ihr seht, ganz links außen Mond und Totenkopf. Und da laufen einfach die Spieler mit dem Verrotten bzw. die Tanks mit der explosiven Fäulnis hin. Legen da dann die Fläche auf dem Boden ab. Zeige ich euch gleich noch. Ansonsten seht ihr in der Mitte noch 4 Marks. Wir fangen bei grün an. Die Tanks stehen auf blau. Und sobald der Boss einfach seinen verseuchten Atem in den Raid, also zu grün macht, laufen wir mit dem Raid auf blau. Die Tanks laufen einfach weiter hinten auf violett. Und das Ganze dann halt so weiter. Entweder im oder gegen Uhrzeigersinn ist eigentlich total egal, wie ihr es spielt. So, schauen wir noch kurz auf die Fähigkeiten. Verrotten, ich habe es gerade gesagt, wird außen abgelegt, immer am besten hinter dem Raid, also je nachdem links, rechts, wo ihr seid. Warum das Ganze so wichtig ist, der Boss hat 2 Phasen, einmal die gequälten Träumer, das ist die erste Phase, und das sogenannte das Herz des Schwarms Phase. Wenn der Boss keine Energie mehr hat, legt er sich auf den Boden. Und die ganzen Flächen außen kommen dann zum Boss hin, werden so langsam aufgesogen von ihm. Und dass ihr da ein bisschen, also ihr seht das gleich noch im Video, aber dass man das ein bisschen balanced, solltet ihr die Flächen halt immer hinter dem Raid ablegen und nicht irgendwo mitten im Raum. Ganz, ganz wichtig. Ansonsten die nächste Fähigkeit ist die explosive Fäulnis. Betrifft die Tanks, ist quasi genau das Gegenstück zum Raid mit Verrotten. Ein Tank bekommt diese explosive Fäulnis, hat dann innerhalb von 8 Sekunden die Möglichkeit, möglichst weit vom Raid rauszugehen und da die Fläche abzulegen. Ja, in der Zeit tankt natürlich der andere Tank, also 2 Tanks werden bei dem Kampf benötigt. Und ja, auch noch den verseuchten Atem möchten wir euch kurz vorstellen. Dabei dreht sich der Boss in den Raid und castet dann 5 Sekunden lang diesen verseuchten Atem. Der Raid läuft dann allerdings weiter, also von der Anfangsposition, in unserem Fall war es jetzt grün, laufen wir dann zu blau. Die Tanks stehen auf violett und so weiter, ist, denke ich, selbsterklärend. Und als letztes möchte ich euch noch das Herz des Schwarms, also die Zwischenphase oder Phase 2, sobald Nithandra keine Energie mehr habt, bricht sie mehr oder weniger in der Mitte zusammen und es entstehen dann zum einen Insekten, die uns das Leben schwer machen. Also Insekten entstehen eh, aber es gibt halt angeschwollene Insekten, die dann einfach größer werden und dann so 3-mal pulsieren bzw. explodieren. Und diese Explosionen verursachen so viel Schaden, dass man in der heroischen Schwierigkeitsstufe einfach davon stirbt, jedenfalls mit dem aktuellen Gegenstand, Gegenstandsstufen der Spiegel. Also wir haben so 800, ich sag mal 840 plus, vielleicht 850. Ansonsten zieht der Boss natürlich noch die ganzen Flächen am Rand zu sich hin. Davon solltet ihr euch auch nicht treffen lassen, aber wenn es sich gar nicht vermeiden lässt, lauft bitte lieber über eine Fläche, als dass ihr euch von einem Insekt treffen lässt. Jedenfalls zum aktuellen Zeitpunkt noch. Ansonsten schauen wir uns jetzt natürlich noch den kompletten Kampf an. Wir waren mit 28 Spielern in der heroischen Schwierigkeitsstufe. Dementsprechend dauert es auch natürlich etwas länger, als wenn ihr nur mit 19 oder 20 Spielern reingeht, ganz klar. Und ja, auch in der heroischen werden wir natürlich prepotten. Ich habe jetzt hier mich einfach mal für den Trank des alten Kriegers entschieden. Ist noch nicht so ganz klar, welcher wirklich besser ist. Ansonsten habe ich jetzt hier das erste Mal verrotten. 4 Spieler betrifft es jetzt bei knapp 30 Spielern. Und ich habe ja gesagt im Vorwort, verrotten legen wir auf jeden Fall hinterm Raid ganz weit außen ab. Und da man als Dämonenjäger eh recht mobil ist, ja, gehe ich natürlich möglichst weit nach hinten. Ja, explosive Fäulnis twice, das ist einer unserer beiden Tanks. Ihr seht ihn gerade rechts aus dem Bild laufen hinten. Und er bringt natürlich auch diese explosive Fäulnis möglichst weit weg, denn 1,7 Millionen Schaden ist dann doch schon recht viel. Und jetzt sehen wir hier das erste Mal verseuchter Atem und wie gesagt, wir laufen von grün zu blau, die Tanks stehen jetzt auf violett und kümmern sich da dann um Boss. Vielleicht noch ganz wichtig, der Boss hat keinen Schwanzhieb, wie es so viele Drachen haben. Also man kann auch hinten Boss stehen. Warum das so wichtig ist, ihr seht hier von Bigwig so ein kleines Range-Radar, Range-Check. Das ist einfach die Fähigkeit Befallen, habe ich jetzt im Vorwort gar nicht erwähnt.
Auf jeden Fall stacken wir einfach regelmäßig diesen Befallen-Buff hoch und kriegen pro Stapel mehr Schaden. Und wenn ihr dann mehr oder weniger geklumpt auf einer Stelle steht, sprengt ihr euch einfach weg. Das heißt, ihr müsst mindestens 8 Meter voneinander entfernt stehen. Und ja, bis Patch 7.1 ermöglicht uns ja Blizzard noch, dass wir solche Addons nutzen, mit Patch 7.1 nicht mehr. Da müssen wir mal sehen, dass wir einfach, ja, mal sehen, wie wieder das dann spielt. Ansonsten haben wir jetzt die Zwischenphase. Ihr seht, die ganzen Flächen, die außen abgelegt wurden, kommen jetzt zum Boss hin. Und auch die Insekten werden groß und pulsieren dreimal. Und das heißt, lasst euch davon bitte, bitte nicht treffen. Hier vorne im Mini-Bereich. Also es gibt eigentlich in dieser Phase wirklich nur darum zu überleben. Ihr müsst jetzt auch nicht wie wild auf dem Boss dealen, sondern einfach überleben. Das ist hier das A und O. Ja, verrotten gleich nochmal 4 Spieler. Wie gesagt, wir sind mit 28 Spielern hier drin. Okay, jetzt sind es 5 Spieler, die den Debuff bekommen haben. Und die tragen den auch bitte nach außen. Schön weit nach außen einfach. Und dann, ja, ist das eigentlich alles, sage ich mal, fast gar kein Problem. Explosive Fäulnis nochmal. Eldarim, das ist unser anderer Tank. Also wir haben einen Paladin-Tank und einen Dämonenjäger-Tank. Und wie gesagt, hier ist auch noch ganz wichtig für das Befallen, dass ihr euch da schön auseinanderstellt. Jetzt habe ich hier nochmal den verrotten Debuff. Lauf jetzt hier wieder schön raus. Warte, bis der Debuff weg ist. 2 Sekunden, eine. Und jetzt lege ich die Fläche ab. Kann dann zurück zum Boss. Und das war es eigentlich schon. Also wirklich viel mehr gibt es da nicht zu beachten. Wir haben gleich nochmal eine Zwischenphase, glaube ich. 50% Energie hat der Boss gerade noch. Mal gucken, wie er dann, wie schnell er jetzt noch die Energie verliert. Ich glaube, wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir noch eine Zwischenphase bekommen. In 17 Sekunden, 16 Sekunden müsste noch eine kommen. Also es kommt auf jeden Fall noch eine. Und ja, also das A und O ist hier einfach verteilt stehen. Aus dem verseuchten Atem natürlich auch rausgehen. Und die Tanks müssen die explosive Fäulnis natürlich rausbringen. Und lasst euch nicht von den Insekten in der Zwischenphase töten. Ihr seht jetzt hier nochmal, wirkt das Herz des Schwarms. Er bricht in der Mitte zusammen oder sie, ich weiß gar nicht. Wir können dealen und auf die Insekten achten, auf die Flächen achten. Und ja, falls es nicht anders geht, lasst euch lieber von so einer Fläche treffen als von einem Insekt. Weil die Flächen, der Flächenschaden ist deutlich, deutlich geringer als der Insektenschaden. Und wenn ihr einfach mal 10 Sekunden nicht dealen könnt, ist das auch kein Problem. Ja, ihr unterstützt so nur eure Heiler, sage ich mal. Ja, ansonsten selbes Spiel, verrotten wieder 5 Spieler. Bringt die Sachen schnell raus, dann ist eigentlich alles, sage ich mal, easy. Und wir warten noch kurz auf unsere CDs. Wir haben Bloodlust beim Pull gemacht, von daher, ja. Ansonsten, wir spielen mit, jetzt muss ich lügen, mit 4 oder 5 Heilern, aber wie gesagt, wir sind auch 28 Spieler hier gerade. Dementsprechend brauchen wir natürlich auch ein paar Heiler. Aber alles in allem, wenn man, wie gesagt, auf die 3-4 Fähigkeiten achtet, auf die es hier gilt zu achten, ist der Boss, ich möchte mal sagen, recht einfach. Und genau, wir warten jetzt noch ganz kurz auf unsere Cooldowns. 5 Sekunden bis, oder 4 Sekunden bis Metamorphose. Jetzt wieder schön verteilen wegen Befallen. Nicht unsere Gegner mitsprengen. Und jetzt mache ich hier Metamorphose an. Find meinen Trank gerade nicht. Wo ist er denn hier? Trank des tödlichen Anmuts. Einfach mal testen, was besser ist. Aber ich persönlich glaube fast Trank des alten Kriegers. Und jetzt habe ich hier wieder verrotten. Das ist immer geil. Immer wenn ich in meinen CDs bin, also quasi Damage machen kann, kriege ich verrotten. Das war schon beim Pull so direkt. Und jetzt hier auch wieder in der Phase. Na gut, never lucky. Ja, aber alles in allem eher ein einfacher Boss, möchte ich mal sagen. Auch wenn er in Heroic zu den wahrscheinlich schwierigen zählt. Jetzt haben wir hier natürlich die Flächen überall ein bisschen strange abgelegt. Darauf achten, dass man jetzt, ja, nicht stirbt. Der Raid sieht schon wieder wüst aus. Auf die Insekten natürlich achten, aber nur auf die großen Insekten, auf die kleinen Insekten. Da könnt ihr natürlich drüber laufen, ganz klar.
die letzten 4% noch und dann war es das auch. Ja, alles in allem, wie gesagt, ein eher einfacher Boss und ja, wie immer an dieser Stelle, danke an meine Gilde Undisputed vom EU Realm Terror da. Danke an euch für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, oder ich hoffe natürlich, ich konnte euch den Boss gut erklären. Es droppen hier in der heroischen Schwierigkeitsstufe 865 plus Gegenstände. Im Normal ist es 850 und im LFR ist es 835, wobei ihr es im LFR und im Normal nicht mit dem Befallen zu tun habt. Und ja, hier seht ihr den Loot. Ich habe hier auch noch gebonusrollt, einfach aus dem Grund, hier droppt ein schöner Ring. Und ein Artefaktrelikt, welches ich dann auch bekommen habe. Und ja, ansonsten, liebe Leute, ich wünsche euch viel Spaß bei Nithandra. Weitere heroische Videoguides folgen natürlich noch vor dem Wochenende. Und ja, sage einfach bis dahin, liebe Leute, macht es gut, haut da rein. Ciao.